Ja, aber vielleicht hat das Game Chancen auf wieder einen guten Titel, weil grafisch ist es halt wirklich schön. Die Wagen sind wie immer gut gestaltet. Ja, Standardelemente wie Nitro und Krams gibt es natürlich auch, aber viel mehr Einsicht hatte ich jetzt beispielsweise da auch nicht innerhalb dieser Viertelstunde. Bin zwar fröhlich rumgefahren, ein paar Sachen konnte man irgendwie umfahren, wie es auch schon vor Ewigkeiten ging. Also da bitte nicht sagen, hier Advanced Graphics Engine und Shit. Das ist es nämlich gar nicht, weil irgendwie manchmal, irgendwie im letzten Teil wurde mit Frostbite 2 geworben, aber da sieht man einerseits grafisch nichts und das, was Frostbite ausgemacht hat, die Zerstörung, ja, die gab es, glaube ich, bei dem letzten Teil, wo eben dieses Feature drin war, nicht. Beim jetzigen ist es halt wieder irgendwelche Zäune und Laternen umfahren. Also da dürft ihr, glaube ich, nicht viel erwarten. Jetzt lasst mich mal gerade außen noch mal ein bisschen gucken, bevor ich euch jetzt doch komplett zuquatsche. Man sieht wieder mal, dass man nicht sieht. Ich probiere zumindest mal ein paar Screenshots zu machen, um die Thumbnails zu gestalten. Ihr kennt das Prozedere ja. Ja, das war so im Grunde genommen das erste Spiel, wo ich die Chance hatte, mal reinzuschauen. Ich bin ehrlich gesagt nicht unbedingt überzeugt. Werde es mir natürlich auch nicht vorbestellen. Das wäre wahrscheinlich sowieso rausgeschmissenes Geld. Jetzt frage ich mich natürlich auch, warum sind wir eigentlich hier so tief? Na gut, jetzt steigen wir wieder. Obwohl es natürlich ganz schön ist, sich das Ganze mal anzuschauen. Vor allem mit Fastpässen anstellen, wie gesagt, da bin ich nicht so der Mensch für. Und ja, direkt relativ schnell danach, nachdem wir alle eingesammelt hatten, denn an diesem Stand sind häufiger mal die Computer abgestürzt. Tja. Sind wir dann gepilgert zu Splinter Cell, was eher ein Zufall war, denn wir sind weitergegangen an dem Xbox-Stand vorbei, den wir uns natürlich nicht angeguckt haben und uns auch wahrscheinlich nicht angetan hätten, denn wir sind nicht in dieser Dreiergruppe, in der wir da rumgelaufen sind, nicht unbedingt die großen Konsolenfans und ich glaube auch nicht unbedingt Xbox-Fans, nach dem, was die Presse schon alles so gebracht hat und das Internet an Hate auch. Ah, meine Güte, ja, die Xbox, hier wurde ja ganz schön runtergemacht, gehatet. Wie viel dran ist, weiß ich jetzt nicht, aber ja, wir haben uns dann bei Splinter Cell auch mal angestellt, mal geschaut. Das hat nicht unbedingt lange gedauert, muss man sagen. Wir hatten verdammtes Glück und durften dann den Multiplayer spielen, von dem ich auch nicht unbedingt überzeugt bin. Ich habe mir mal, da ich schon von vielen gehört habe, dass Splinter Cell wirklich eine phänomenale Serie sein muss, habe mir mal die Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen, denn ich bin nicht irgendwie da in Kontakt gekommen mit irgendeinem Spiel dieser Serie bisher. Daher kann ich auch nicht den Singleplayer einschätzen. Kann aber jetzt nur von dem reden, was ich im Multiplayer gespielt habe. Und wer hätte es gedacht, da es natürlich direkt gegenüber des Xbox-Stands war, mussten wir natürlich auch auf einer Xbox spielen. Mit ekelhaftem Xbox-Controller musste man dann die Feinde probieren, irgendwie abzuaimen. Die Headsets waren extrem viel zu laut eingestellt. Die Fernseher, also die Bildschirme, Fernseher, whatever, großen Bildschirme waren totkalibriert. Das war einfach nur Scheiße. Das war als, boah, als hättest du in einem Foto den Kontrast irgendwie auf 100 gestellt. Das war so heftig. Die Farben waren schlecht. Alles war viel zu dunkel. Und somit konnte ich kann ich nicht viel zur Grafik sagen. Zu den Klassen und zu dem Gameplay kann ich auch nicht viel sagen, denn die Klassen sind mir natürlich direkt ein Rätsel gewesen, was es da für komischen Kram gab mit Leuten, die sich tarnen konnten und anderen, die durch Wände schauen konnten. Da bin ich gar nicht hintergestiegen, denn Erklärung? Fehlanzeige. Das gab es bei uns nicht. Jonas hat sich irgendwann da so ein Fuzzi da geschnappt von der Herstellerfirma. Der hat ihm dann das bisschen irgendwie ins Ohr geflüstert. Davon habe ich nicht besonders viel mitbekommen. Somit konnte ich mein Spielerlebnis auch nicht unbedingt genießen. Denn zum einen haben mir da die Ohren nachher wehgetan. Zum anderen muss ich sagen, ist das Aiming mit dem Controller, auch wenn man sich irgendwann dran gewöhnen kann, das sage ich nichts gegen, einfach nicht mein Ding. Also ich kann damit nicht aimen und im Hinterkopf zu haben, ah, du hast jetzt hier eine Aim-Hilfe, weil es ist hier so schwierig, damit zu aimen. Das macht mir natürlich das Gameplay auch noch ein bisschen weiter kaputt, denn wer braucht denn dann noch Aim, wenn er halben Aimbot hat? Ja, das ist so mein kleiner Beitrag zur Diskussion Gamepad bzw. Konsole gegen Computer. Da gibt es ja anscheinend große Rivalitäten und ich sage genau,
aus diesem Grund, dass es beim Großteil der Spiele Auto-Aim gibt, dass es eigentlich, dass diese Diskussion eigentlich müßig ist, dass es irgendwo klar ist, dass der PC schon ein bisschen mehr Skill erfordert, weil ein Aimbot auf dem PC, das wäre noch schöner. Also wenn man schon auf einer Plattform spielt, wo man eine Aim-Hilfe braucht, weil die Steuerung so scheiße ist, kann ich nur sagen, ja, Controller? Nee, irgendwie ja nicht. So, jetzt sind wir hier auf 15.000 Fuß. Ich gucke mir nochmal gerade um. Ja, passt ja ungefähr. Das wird perfekt, die Partlänge, die ich mir so gewünscht habe, oder die Aufnahmelänge. Ja, auf jeden Fall kann man noch dazu sagen, das Spiel hat mich auch nicht unbedingt überzeugt. Der Singleplayer könnte es natürlich wieder rumreißen, denn die Splinter Cell Singleplayer, wie ich eben ja schon gesagt habe, haben ja einen genialen Ruf und die Story ist auch schön angelegt. Aber der Multiplayer war schon verkorkst. Und außerdem, als kleine Randnotiz, habe ich von mehreren verschiedenen unabhängigen Quellen die Bestätigung bekommen, dass bei zumindest den Xbox-Ständen selber von Microsoft gar keine Xboxen standen, sondern PCs. Warum sonst wäre der ganze Kram so verdeckt und zugemacht gewesen, wenn sie nicht irgend so etwas zu verbergen gehabt hätten? Bei Need for Speed Rivals hat man ja wenigstens noch gesehen, da stand unten PC, da war der Controller angeschlossen, das war sowieso klar. Aber dass Microsoft sich so eine Dreistigkeit erlaubt und die Xbox anpreist und irgendwo da, wo man selber spielen kann, irgendwie PCs drinstehen, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Aber unterstützen kann ich das nicht unbedingt. Ich habe natürlich selber nicht den Beweis, aber von mehreren, wie gesagt, unabhängigen Quellen weiß es halt. Ich finde es jetzt nicht unbedingt besonders cool und vor allem erschließt sich mir der Sinn nicht, da die Xbox One ja doch relativ bald schon auf den Markt kommen soll. Also bei zurückhängender Entwicklung, daran kann es glaube ich aber echt nicht liegen. Da muss schon irgendein anderer Grund da gewesen sein, damit man so etwas irgendwie verbirgt oder es nicht ganz hinbekommt, es zu verbergen, ja wie auch immer. Jetzt müssen wir gerade gucken hier. Klicke ich mal da drauf, umso besser. Das habe ich natürlich die ganze Zeit vergessen. Und ja, Splinter Cell, das war die Sache. Werde ich mir auch nicht kaufen. Wahrscheinlich nicht. Weil ich einerseits natürlich die Relation zum Singleplayer nicht habe und dann auch nicht ja, den Multiplayer so feiern. Ja, der Rest eben dieses Tages, dieses ersten Tages, wo ich halt die Möglichkeit hatte, eben diese beiden Games zu zocken, ist relativ, ja, ungeordnet abgelaufen, denn ja, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist oder generell auch alleine und oder in der Gruppe die Mentalität vertritt, ja, nee, anstellen, na, irgendwie ja nicht. Weil vor allem, wenn es dann irgendwie um Anstellzeiten von 8 Stunden, Battlefield, 4 Stunden, wenn wir keine Fastpässe gehabt hätten bei Need for Speed Rivals gewesen wäre, oder ich glaube, es waren 10 Stunden bei dem Razer-Stand. Das war natürlich auch wieder nur ein großes Giveaway. Darüber kann ich gleich auch nochmal was sagen. Und ja, bei Titanfall, was der neue Shooter von EA ist, der auch angepriesen wurde, von dem ich nicht viel gehört habe oder gar nichts auf der Gamescom selber gehört habe, hätte ich mich natürlich auch mal informieren sollen, muss ich sagen. Das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen in dem Moment. Bereue ich auch ein wenig, weil mir viele Leute gesagt haben, dass das wirklich Potenzial hat auf ein gutes Spiel. Ja, da hätte man, glaube ich, auch ewig stehen müssen. Und bei allen anderen relativ großen Ständen, die ich gesehen habe, hat man wirklich ewig gestanden. Und somit ist es eigentlich auch ja, für mich klar gewesen, nee, also entweder ich stelle mich da jetzt hardcore an und campe mir da einen ab. Dafür hätte ich aber dann irgendwie so einen kleinen Klappstuhl gebraucht, irgendwie ein paar Zeitschriften und Lektüre. Aber da ich weder noch hatte, ist die Sache natürlich auch ein bisschen uncool, wenn ich nachher nicht mal weiß, ob ich irgendwas Cooles zu sehen bekomme oder irgendwas zu sehen bekomme, was mir auch wirklich gefällt. Weil, so wie ich gehört habe, hatte jemand Fastpässe für Sims 4, hat sich aber dann mal kurz hingestellt und einfach mal geschaut, was sie da drin machen, denn der Stand von Sims war auch in der EA-Halle. Und war nicht unbedingt abgesperrt. Und wisst ihr, wenn man da keinen Fastpass hatte, musste man da auch um die 4, 5 Stunden anstehen. Und wisst ihr, was man da Tolles machen konnte? Man konnte sich jede Minute den verdammten selben Scheiß-Track anhören. So ein übelstes, ekelhaftes Gedudel, was einen immer im Hintergrund beschallt hat. Und außerdem,
Man konnte sich einen epischen Charakter erstellen, aber das war es dann auch schon. Man hatte bei diesem Spiel gar keine Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu tun. Eine Master Caution. Was haben wir denn da? Air Condition. Was will er denn mit Air Condition? Das müssen wir mal erklären. Gucke ich mir gleich an. Und da hatte ich natürlich dann auch irgendwo die, ja, irgendwie die Lust verloren, mich nochmal irgendwo anzustellen, wo ich nicht wirklich ganz genau weiß, dass ich entweder ganz schnell dran bin oder übelst was geboten bekomme. Somit war Battlefield für mich natürlich neben der hohen Wartezeit schon gar keine Option mehr. Denn was ich so an Battlefield-Kritik habe, ja, darüber könnte man nochmal andere Parts füllen. Und auf jeden Fall, der erste Tag ist dann ja dann doch relativ chaotisch, ungeordnet verlaufen. Man hat sich mal an irgendwelchen Ständen hingestellt, wo irgendwelche Giveaways waren. Da bin ich dann am Schluss irgendwo bei Nvidia geendet, wo 2K übelst Stimmung gemacht hat. Das war richtig witzig. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mehrere Tage auf der Gamescom seid, also mehr als 2 Tage, dann nehmt euch Tag und campt einfach die verdammten Giveaways. Das ist, wenn ihr nicht unbedingt groß bepackt seid, Kamera oder also weder Kamera noch Rucksack umhängen habt, sondern einfach nur so euch da die Möglichkeit habt hinzustellen, dann macht das. Das ist übelst witzig. Man kloppt sich zwar um jeden Scheißdreck und verkauft sich billig für irgendwelche T-Shirts, die man da geworfen bekommt, aber so das Feeling, also das finde ich schon wirklich witzig. Gefangen habe ich nichts außer so ein komisches Gammelposter von Bioshock, was weder irgendwie mich an das Spiel erinnert hat, noch mich interessiert hat, da ich auch kein Bioshock gespielt habe. Mensch, was ist dieses Jahr alles an mir vorbeigegangen? Ja, aber trotzdem, Stimmung war geil. Ich hab's immer noch im Kopf. 2K, 2K. Der Mensch mit der Afro-Frisur, der hat da übelst Party gemacht. Und ja, ansonsten gibt es natürlich auch ein paar andere Stände, wo Livestreams gemacht werden. Und in der hinteren Ecke von einer Halle gab es dann halt auch übelst viele Sachen an Souvenirs, die man kaufen konnte und so weiter. Ja, und dann haben wir uns gedacht, am Ende des Tages könnte man sich ja mal zur Aerosoft chillen. Weil jetzt sind wir ja mal hier beim Thema Flugsimulator. Das spiele ich ja gerade. Und das war ja die interessante Sache. Wir sind dann zu Aerosoft gegangen. Wir mussten erstmal rausfinden, wo die waren, weil groß vertreten, das war schon mal klar. Das sind sie ja sowieso nicht. Ja, haben wir uns mal dahin gesellt und das erste, was uns aufgefallen ist: Train Simulator, Train Simulator, irgendein Kampfflugzeugspiel, Omsi, noch ein Omsi. Da hinten ganz in der Ecke, da steht ein PC, da ist ein Flugzeug drauf. Oh, es ist die Standard 737. Und da ist ein Cessna-Panel aufgebaut. Und der Typ hat keine Ahnung davon, der da dran sitzt. Ja, und dann ist mir natürlich klar geworden, die Flugsimulator-Community auf der Gamescom, die ist sowieso nicht groß vertreten. Das ist mir relativ schnell klar geworden. Ich bin damit viel zu hohen Erwartungen rangegangen und habe mich dann auch mit einem Manager von Aerosoft mal, ja, mal unterhalten. Ich habe leider seinen Namen nicht. Das ist wahrscheinlich die einzige Prominenz, die ich auf der Gamescom ja, für meine Begriffe so getroffen habe. Habe mich mal mit ihm ein bisschen unterhalten und für ihn ist es halt genauso schwierig wie für mich, eine Lösung zu finden, um die Anfänger und diejenigen, die sich weiter oder ja, ein bisschen genauer mit dem Flugsimulator auseinandersetzen, zusammenzubringen. Und da bietet weder der FSX noch Prepared eine Möglichkeit. Und somit bleibt diese Community von Leuten, die wirklich Ahnung haben vom Flugsimulator oder auch Leuten, die Ahnung haben wollen, die was lernen wollen, bleibt komplett auf der Strecke. Weil wenn du wirklich ein Anfänger bist, dann woher sollst du wissen, dass es mehr gibt als die Standard 737? Wenn du nicht übelst in Foren aktiv bist und dich vollpumpst mit Informationen und Tutorials und oder irgendwie per Zufall drauf kommst, wie ich, dann bleibst du komplett der Noob. Und das ist irgendwie ein Problem. Darüber habe ich mich kurz mit ihm unterhalten, nachdem ich probiert habe, aus ihm rauszuquetschen, ob es denn eine Möglichkeit gibt, einen Server zu erstellen, der 24/7 offen ist.
Ja, da bin ich auch zum Schluss gekommen, das wird sowieso nicht funktionieren. Dafür bräuchte man einen Server mit Grafikkarte, damit man den FSX-Client laufen lassen kann, um ihn als Tower zu setzen, um dann darauf zu connecten. Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist verdammt kompliziert und ihr müsst den ganz normalen fucking FSX auf dem Server installieren, müsst ihn laufen lassen und dann könnt ihr darauf connecten. Ja, und da habe ich mir gedacht, nee, das ist mir das Geld nicht wert, ich hole mir jetzt keinen neuen Server mit Grafikkarte, das wäre ja noch gelacht. Um einen Public Server aufzumachen, was ich ja eigentlich sehr gerne gemacht hätte und wo ich auch schon länger drüber nachgedacht habe, für euch mal einen Server zu hosten, außerhalb von den großen Zusammenschlüssen wie Watzim oder IVAO, wo man natürlich auch in der Gemeinschaft fliegen kann, aber natürlich mit komplett anderen Ansprüchen. Ja, diese Träume sind wahrscheinlich erstmal Vergangenheit oder beziehungsweise ja, erstmal tot.